So, da sind wir wieder bei Tekton. Beziehungsweise heute ist es Tekkit Light im Singleplayer sozusagen. Ja, heute mal, wie gesagt, ohne Fips, aber war ja letzte Folge schon. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt mache, also ich denke mal auch nicht so lange. Ich vermisse ihn ja. Er ist ja mein Schatzi. Nicht. Keine falschen Gedanken, bitte. Wenn ich das jetzt hier rauspumpe, dann kommt das da rein, genauestens. Und dann. Ich überlege gerade schon so ein bisschen nach vorne. Haben wir Lever? Oder wie heißt denn das hier genau, Lever? Zack. So, jetzt aber. Ja, ich überlege schon ein bisschen nach vorne. Na, komm schon. Zack. Ich muss auch ein bisschen vorproduzieren, weil ich will die Woche immer nicht so aufnehmen. Ich kann eigentlich immer nur am Wochenende aufnehmen, weil ich habe auch einen relativ anspruchsvollen Beruf und will ich auch nicht immer so durchmachen und unausgeruht sein. Und ihr wisst Bescheid, also. Das Leben, das Leben. So. Der füllt sich, ne? Der füllt sich. Gut. Jetzt brauchen wir. Ich weiß gar nicht, was passiert. Der droppt es einfach raus, wenn der voll ist. Dann müsste ich. Moment. Do not output energy, wenn ein Redstone-Signal da ist. Zack. So, dann soll er nämlich erstmal aufhören hier zu produzieren, weil es ist ja noch Quatsch, jetzt zu produzieren, wenn wir noch gar nichts fertig haben. Das war der Kompost. War das jetzt schon der Komposter? Ich glaube ja, das war der Komposter. Golden Transport Pipe. Ach Quatsch. Nehmen gleich mal so mit. Und wir brauchen aber noch eine Iron. Oh. Ich dachte schon, hier war ein Creeper. Das wäre jetzt unschön gewesen. So, die Iron Transport Pipe brauchen wir, damit sich das nicht verhakelt ineinander. Zack, zack, zack. Und dann gehen wir hier hoch. Und ich weiß gar nicht, ist LV zu wenig? Nee, eigentlich nicht, oder? Das wird bestimmt noch mehr, wenn die Redstone Engine voller Power ist. Dann wird das wahrscheinlich noch mehr. Okay, dann machen wir das erstmal so. Gehen wir hier in der Mitte zusammen. Machen hier die Iron Transport Pipe hin. Weil sonst würde sich das verhaken. Dann machen wir nur den vorderen Output auf. Und stellen hier. Jetzt habe ich den natürlich vergessen. Nee, warte mal. Wir brauchen jetzt. Das ist der Komposter. Der macht Kompost sozusagen. Dann brauchen wir einen Fertilizer. Und machen dann hier auch noch so eine Weizenfarm hin, die dann die Tiere breedet. Ja, das wird ganz gut. Aber eigentlich habe ich es sozusagen falsch gesetzt. Mehr oder weniger. Warte mal, wir müssen so. Und dann gehen wir hier lang. Ich glaube, das ist besser, wenn wir das so machen. Na, so. Das ist besser, wenn wir das so machen. Denn dann können wir hier hinter direkt gehen und hier die Weizenfarm machen und dann geht das hier direkt wieder ran und dann ist das ein geschlossener Kreislauf und ich muss hier nicht so ewig rund bauen. Das wäre mir eigentlich relativ lieb, wenn wir das so machen. Ich brauche jetzt ein Fertilizer. Fertilizer, Fertilizer. Brauchen wir ein bisschen Leder? Haben wir Leder? Leder, Leder. Huch, jetzt habe ich da eine Pipe dran gesetzt. Wollte ich gar nicht. Läh. Ein Leder haben wir. Können wir, ich muss mal eben auf der Ticket-Light-Seite gucken. Juju Matter Recipes. Da muss es doch auch irgendwo ein Rezept für Leder geben. Da muss ich jetzt nicht ewig Leder farmen. UU minus Matter. Le. Moment. Ich glaube, das ist doch nicht dabei. Ich habe das Rezept im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wo haben wir denn das UU Matter hier?
Nehmen wir mal 20 EU-Meter raus. Ansonsten muss ich halt ein bisschen farmen gehen vom Kühen her. Ich glaube. Nee. Funktioniert nicht. Dann muss ich jetzt natürlich schauen, ich habe eine Power Armor, damit kann ich ja relativ schnell mal irgendwo hinfliegen. Wie zum Beispiel nach da hinten. Fliegen wir mal nach da hinten, weil da hinten ist Hashtag Neuland, ihr seht das schon. Und ich hoffe, es laggt nicht wieder, weil letztes Mal, wo ich hier hingeflogen bin, hat das ziemlich gelaggt. Ah, ich habe ja meinen Server nochmal upgradet, sollte man sehen, wir haben jetzt 12 Slots. Ein bisschen mehr Power bekommen hat er. So, man merkt es auch gleich. Also vorher hat er das hier alles nicht geladen. Das war schon. Er hat jetzt auch schon Probleme. Ist halt. Jetzt lade ich hier einmal komplett neue Chunks. Ist natürlich auch verständlich, dass es dann hier und da mal ein bisschen zu Problemen führen kann. Aber jetzt sind wir hier im Hashtag Neuland. Und hier hört es irgendwie aufzuladen. Oder auch nicht. Na? Lädst du bitte. Hier sind Schweine, aber Schweine bringen mir nichts. Ich möchte gern Kühe finden. Kühe, hallo. Ich hätte mir vielleicht. Na gut, das war ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt alle Kühe hier natürlich töte, habe ich wieder keine und. Ah, na gut, wir finden schon nochmal welche. Weil Kühe können wir natürlich auch züchten. Und das, diese automatische Anlage produziert natürlich auch Leder. Beispielsweise jetzt. Produziert alles Mögliche. So, kommst du auch. Ich warte hier mal gerade ein bisschen. Bis ich hier alles aufgebaut habe. Guck mal, da hinten ist ein Portal. Wollen wir da mal reingehen? Das sind Schafe. Ich wage mich mal. Ich wage mich mal hier rein. Oh. Ja. Looten wir einfach mal ein paar Kisten. Moment. Da möchte ich nicht rein. Ich möchte wieder zurück. Ah, ich fühle mich hier so unsicher. Kommen wir hier zurück? Oh, Gott sei Dank. So, hat auch die Welt ein bisschen geladen. Hm. Oh, hier sind viele Schafe. Schafis. Schafis. Ah. Hier hinten könnten wir natürlich auch theoretisch unsere Quarry irgendwann mal... irgendwann mal aufstellen. Das fände ich auch ziemlich cool. Ich finde keine Kühe. What the fuck? Hier ist ein Vulkan. Hallo, Kühe. Ah, da hinten. Da schauen wir einen an. Da sind Kühe. Da waren Kühe. So, haben wir ein bisschen gelootet hier. Ich töte mal noch nicht alle. Kann man hier, Waypoint? Kühe. Huh. So. Dann fliegen wir wieder zurück, weil es wird doch schon dunkel. Oh, es wird dunkel. Oh mein Gott. So, rückwärts sollte ja die Map schneller laden, weil da ja irgendwo auch ein Word Engine steht. Da unten sind auch Kühe gespawnt. Oh, guck mal einer an. Wie viel haben wir denn? 7 Leder. Ja, das dürfte... Ach, ich komme nicht. Wenn wir mal dabei sind hier. Wir sind ja eigentlich unverwundbar. YOLO. Die Kühe aber nicht. Und das rechne ich mit meiner Waffe. So, also diese Railgun ist schon mal Hammer. Ist übrigens die Railgun, die ich hier drauf habe, ne? Sollte jetzt aufgefallen sein. Oh, ich muss mal ein bisschen höher fliegen. Jetzt klatsche ich gleich auf dem Meer auf. Na komm, lade. Lade die Map. Müsste dem Server vielleicht nochmal ein bisschen mehr verleihen, sozusagen. Naja, mal gucken. So. Hopp, 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 hopp. Ah, Leder schon viel schneller jetzt. Wir fliegen auch so schnell, da kommt die Server nicht hinterher. Vielleicht gehe ich auch mal kurz schlafen. Ich kann ja jetzt schlafen in keiner von Servers. So. Gehen wir mal schlafen. Ich müsste auch mal eine Tür hier einbauen. Ist alles so unsicher. Ah. So, Fertilizer. Oh, nein, das wollte ich nicht. Zack. Wir brauchen Plastik. Plastik. Und das habe ich alles noch. Gut, dass ich davon jetzt zu viel gemacht habe. Hat sich doch gelohnt. So, mit Glas muss ich mal hier eben. Zack, zack, zack. Zack. Und zack. Und ein Fertilizer.
Jetzt muss natürlich, wie ist denn... Aua. Ja, ich muss ja gerade mal ein paar Viecher töten. Creeper. So, da sollte mir eigentlich nichts mehr gefährlich werden. Ja, oder? Alles tot? Alles tot. Einfach mal alles gekillt. Wie machen wir denn die Weizenfarm? Wir müssten... müssten... die so ein bisschen Styler-Meiler bauen. Aber ist gerade nicht möglich, Styler-Meiler zu bauen. Deswegen machen wir es einfach anders. Wir machen... ich weiß jetzt gar nicht so und... dann muss hier, die Pflanze wachsen. Dann muss hier drunter der Planter und hier muss der Harvester hin. Gut, dann schließen wir erstmal den hier an. Und dann kann die Bedbox schon mal ein bisschen Strom abgeben. Es ist bei Weitem nicht genug, was da rauskommt. Da müssen wir ein bisschen... müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Müssen wir gleich nochmal ein paar Solar Panels basteln. So drei Stück, würde ich jetzt sagen, wären angemessen. So, ist die jetzt schon grün geworden? Ja, ich glaube schon. Dann funktioniert das mindestens mit dem World Anchor hier. Ja. Vielleicht... nee, ich packe keine zweite Engine mit dran. So, der Tank bleibt immer noch gut voll. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Bei den wenigen Schweinen, die wir hier haben, funktioniert das mit dem Tank eigentlich relativ gut. Also mit der Menge von der Scheiße, die die abgeben. Im Rohr ist auch noch gut was gefüllt. Also das ist eigentlich noch alles relativ easy. Gut, jetzt kommt er wieder hinterher, wenn er wieder voll gefüllt ist. Also geht das soweit. Hier ist Fertilizer schon mal drin, das ist schon mal gut. Wie viele Minuten haben wir denn eigentlich? 12 Minuten, oh mein Gott. So, dann mache ich eine Folgenpause. Ich mache eine Folgenpause, komm. Wir machen in den nächsten Folgen weiter, dann bauen wir hier den Planter hin. Und hier den Harvester und ganz, 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 ganz viele andere Sachen noch. Ich wünsche euch viel Spaß, haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen.